Sie werden heute ein buntes Programm erleben. Die Performance haben Sie gerade erlebt von Kreuz des Friedens. Sie werden hören, worum es geht. Sie hören von der Initiative etwas und Sie hören von vielen, vielen Unterstützerinnen und Unterstützern, die aus der Stadt, aus allen möglichen Bereichen kommen und aus anderen gesellschaftlichen Bereichen. Also, meine Damen und Herren, das Ziel ist klar. Innerhalb von 6 Monaten 10.000 Unterschriften zu sammeln. Ich denke, das dürfte in einer Stadt von 1,8 Millionen Menschen nicht so schwer sein, auch wenn die natürlich nicht alle unterschreiben sollten und unterschreiben dürfen. Es geht um die Volksinitiative gegen Rüstungsexporte und damit uns klar wird, was das bedeutet und was das im Einzelnen heißt, werden Viktoria und Holger von der Initiative die jetzt vorstellen. Bitte schön. Einen ganz herzlichen Dank erstmal an Burkhard Plemper für diese Einführungsworte und natürlich nochmal an Lavanya und Axel für den künstlerischen Beitrag und Aufruf. Wir freuen uns riesig, dass hier so viele Menschen zusammengekommen sind und wir halten das vor allen Dingen für einen Ausdruck des großen, großen Bedürfnisses nach Frieden, nach Völkerverständigung, dafür, dass so vieles so ganz anders wird. Ja, worum geht es hier? Was ist das Ziel dessen, was wir hier unternehmen? Als Lehrer aus dem Faschismus hat Anfang der 50er Jahre Hamburg sich eine Verfassung gegeben, die in der Präambel, hier vorne steht es, unter anderem sagt, dass die Stadt im Geiste des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Erdteilen und Völkern der Welt sein will. Alle im Sinne von alle. Wir machen da keine Unterschiede. Und dieses Versprechen ist nicht eingelöst worden. Jeden Tag gehen containerweise Waffen, Munition, Panzerteile etc. in die Krisengebiete dieser Welt. Und wie es ja leider immer so treffend heißt, jede Kugel findet ihr Herz. Wir haben Verantwortung, das, was wir richtig finden, auch durchzusetzen. Und in dem Zuge starten wir jetzt die Unterschriftenkampagne. Wir waren vor ein paar Monaten schon einmal hier auf dem Rathausplatz und haben Senat und Bürgerschaft aufgefordert und gesagt, ihr könnt das stoppen, ihr könnt relativ simpel ein Gesetz erlassen, das untersagt, dass der Transport, Handel und Umschlag von entsprechenden Gütern hier untersagt werden aus unserem Hafen. Da können wir eine Vorreiterrolle einnehmen. Und das ist nicht passiert. Also müssen wir das jetzt ein bisschen vehementer durchsetzen. Und damit legen wir jetzt heute los. Ich gebe weiter. Danke, Vic. Wir treffen uns auch sonst von Zeit zu Zeit in Arbeitsgruppen, die dies hier vorbereitet haben und die Sammlung organisiert haben, und ihr seid alle eingeladen, dort auch mitzumachen. Wir sind der Meinung, dass der Senat sich eine große Peinlichkeit ersparen könnte, wenn er schon rechtzeitig auf uns zukommt und sagt, ja, das machen wir, damit wollen wir Vorreiter sein, das ist ein Exportartikel für eine Weltstadt, für den Frieden. Deswegen sind wir Major for Peace, wo wir ja Mitglied sind. Wir setzen ein Zeichen auch für andere europäische Häfen. Wir akzeptieren das, was die Volksinitiative von uns verlangt, und warten nicht erst, bis sich Zehntausende Menschen dieser Stadt per Unterschrift dafür erklärt haben und den Senat auffordern. Es besteht also die Möglichkeit, und aus diesem Grunde stehen wir auch hier vorm Rathaus. Wer sind wir? Wir sind ein Kreis von Aktivistinnen und Aktivisten, die aus den unterschiedlichsten Ecken dieser Stadt kommen und immer schon erkannt haben, dass ohne Frieden alles nichts ist und dass es darum geht, in Zeiten, wo sich die Spannungen mehren, wo Kriegsgeheul, möchte ich fast sagen, immer mehr en vogue wird, wo der neue Präsident
einen anderen großen, in Anführungsstrichen Führer eines großen Landes, einen Mörder nennt, sich unsere Regierung davon nicht distanziert, sondern im Gegenteil die Kurbel des Exportes von Waffen, die Beteiligung an Kriegen, die Mitgliedschaft in einem Kriegsbündnis NATO weiterhin aufrechterhält. Wir sind der Meinung, hier an unserem Ort, wo wir wohnen, können wir sagen, nicht mit uns, hier nicht, nicht über unseren Hafen, Schluss mit Waffenhandel über den Hamburger Hafen, Schluss mit Export, Schluss mit Umschlag, nichts mehr. Ja, Victoria, ich neige dazu, zu lange zu sprechen. Super, du bist wieder dran. Trifft sich gut, dazu neige ich auch. ja, nicht mit uns. Das ist sehr treffend formuliert und das kann man ganz einfach umsetzen, indem man unterschreibt. Ich möchte einmal darauf hinweisen, hier vorne gibt es einen blauen Block mit schönen weißen Friedenstrauben drauf. Da sind Unterschriftenlisten. Viele von uns sind damit unterwegs. Alle Hamburgerinnen und Hamburger sind aufgefordert, wer in dieser Stadt gemeldet ist und über 16 ist, kann unterschreiben und den Willen zum Ausdruck bringen und wird gezählt in dieser ersten Sammelphase, die wir jetzt starten. 6 Monate haben wir Zeit für 10.000 gültige Unterschriften. Wir setzen darauf, dass das auch schneller geht und dass viel mehr Menschen sich daran beteiligen wollen, weil doch die absolut überwältigende Mehrheit von uns das einfach richtig findet. Darüber hinaus kann jeder sich Unterschriftenlisten selber mitnehmen, im Freundes- und Bekanntenkreis, bei Nachbarn, Familie, Arbeitskollegen, sich mal, wenn am Sonntag beim Bäcker draußen die Schlange steht, einfach mal durchgehen. Es gibt viele Möglichkeiten und viele Menschen in unserer Stadt freuen sich geradezu darauf, dass sie sich beteiligen können und ihren Willen zum Ausdruck zu bringen. Ich möchte noch einmal sagen, zu dem, wer wir sind, ein breites Bündnis aus verschiedenen Friedensinitiativen in dieser Stadt, aus verschiedenen Parteien, aus religiösen und kirchlichen Zusammenhängen, aus studentischen Gruppen, aus Gewerkschaften und ein paar Fahnen sind ja hier auch vertreten. Also ein sehr vielfältiges Bündnis an auch durchaus unterschiedlichen Auffassungen, aber in dieser Friedensfrage eint sich dann einfach alles und das ist, denke ich, das, was uns Menschen auch ausmacht. Wie gesagt, die erste Sammelphase läuft. Das geht dann bis September. Dann hat der Senat die Gelegenheit, seine Einsicht zu bekennen und zu sagen, ja, stimmt, ihr habt uns dafür gewählt, dass wir das machen, was ihr wollt und nicht andersrum. Und sollte er dann immer noch nicht auf die Bevölkerung hören, werden wir dann entsprechend in die zweite und dritte Phase kommen. Bis dahin werden wir noch ein paar Mal wahrscheinlich hier stehen und weiter aufklären. Vieles dazu findet ihr auf unserer Internetseite www.ziviler-hafen.de. Alle Infos zu Veranstaltungen, zu wie kann man mitsammeln, wer sind die Bündnispartner, wie komme ich auf den Newsletter drauf und so weiter, könnt ihr da finden. Aber wir haben noch ein spezielles Gimmick für euch und Holger brennt da drauf, euch davon zu erzählen. Nochmal kurz, alle ab 16 können unterzeichnen und was natürlich eine Riesenschweinerei ist, zehntausende Menschen in dieser Stadt können es deshalb nicht, weil sie die falsche Herkunft und keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Aber die können uns trotzdem unterstützen und die wissen genau, warum sie es tun. Denn oft kommen sie aus den Ländern, wo unsere Waffen hingeschickt werden, mit dort ihre Wohnungen, Familien und ihre Gegend zerstört werden. Und wo man noch Infos finden kann, ist auch in den sozialen Medien, zumindest denen, die sich so nennen, auf Facebook, auf Instagram, auf keine Ahnung, wonach? Twitter. Auf Twitter. Vielen Dank, Paula. Ja, das Handeln von den Kriegsverbrechen der türkischen Armee, wie in Cizre, wo sie 2016 zum Beispiel gemeinsam mit Dschihadisten
100 Menschen, die haben sich in einem Keller vor Raketen zerstört, weil die türkische Armee hat die ganze Stadt Cizre, eine Stadt mit 60.000 Einwohnern, in Schutt und Asche gelegt. Und dann sind Soldaten gekommen, 100 Menschen waren im Keller, die haben Benzin reingeschüttet und die Menschen bei lebendigem Leib angezündet und verbrannt. Und die UN weiß es, Angela Merkel weiß es, die Damen und Herren im Rathaus wissen es. Und trotzdem wird noch immer das Geschäft mit dem Tod mit der Türkei gemacht. Das finden wir zum Kotzen. Trotzdem müssen wir zusammenstehen und gerade mit unserer Initiative gegen Rüstungsexporte wollen wir verhindern, dass sowas in Zukunft passiert. Disposed his corpse out in the river. So-called state and state wanna make you shiver. The Turkish army used some kind of chemical weapon, and no one knows exactly what happened. It's 10 a.m. in Kurdistan, 10 a.m. in Mexico, 10 a.m. in Libya, it's 10 a.m. wherever you go, it's 10 a.m. in 10 a.m. in Mexico, 10 a.m. in, yes, even in Hamburg, if you look exactly. Hamburg wohnt, älter als 16 Jahre ist und den Namen und die Adresse lesbar schreibt, dann wird sie gezählt vom Landeswahlleiter. Und das ist ja unsere Aufgabe. Und deswegen stehe ich jetzt hier an dem Infostand der Volksinitiative mit meinem Kittel ausgerüstet. Und da schauen wir mal, wer so kommt und Interesse hat an unserer Losung. Erstmal ist ja klar, hier unterschreiben, Stopp Rüstungsexporte. Ja, wen sehe ich da? Moment, jetzt. Das eignet sich natürlich wunderbar für jede Slapstickerei. Jetzt erstmal hier ein bisschen. Was machen Sie? Ja, moin. Also ich finde ja, Frieden ist ja wichtig. Also irgendwie, das muss man jetzt nicht nochmal sagen, aber auch die über 90 Betriebe hier in Hamburg, die könnten doch was Sinnvolles produzieren als irgendwie fürs Militär. Und ob das dann irgendwie Sachen sind, die wir jetzt in den Krankenhäusern brauchen, Atemgeräte und ähnliches, oder auch einfach was Nützliches für den Garten, da ist doch für jeden bestimmt was dabei. Das soll mal geändert werden und deswegen unterschreibe ich jetzt hier. Na, das ist doch super, dafür hast du auch gleich die Kettensäge mitgebracht. Wie sehe ich da, Frau Doktor? Ja, Frau Doktor, ich komme direkt aus dem Krankenhaus und ich unterschreibe, weil ich für Impfexporte und nicht für Rüstungsexporte aus dem Hamburger Hafen bin. Oh. Impfstoff soll den Hafen verlassen und nicht Kriegswaffen. Wie sehe ich hier, städtische Müllabfuhr? Aha, Kollegen von der Stadtreinigung. Genau. Ich unterschreibe, weil ich finde, dass die Rüstung richtig scheiße ist. Und die gehört auf den Müll. Ja. Dem ist ja nun nichts hinzuzufügen. Hallo, Kapitän. Ja, direkt aus dem Hafen, ne?
Ja, ich unterschreibe hier, weil ich gerne möchte, dass der Hamburger Hafen nicht mehr das Tor zum Tod ist. Und meine Schiffe sollen nur noch zivile Güter transportieren. So wünschen wir uns den Kapitän der Zukunft. Genau. Aus dem Hafen soll Musik kommen, nicht der Tod. Denn Musik verbindet die Menschen in aller Welt, statt sie zu spalten. Super, vielen, vielen Dank für diesen noch kommenden musikalischen Beitrag. Ja, guten Tag. Hausmeister Peters, schön, dass Sie mal wieder dabei sind. Ja, ich bin ja nun dafür da, dass alles seine Ordnung hat. Und Krieg, der bringt alles durcheinander, ist ja völlige Unordnung und Zerstörung. Deswegen unterschreibe ich. Danke. Mein Gott, kann der klar denken, ne? Wahnsinn. Eine St. Pauli-Fanin. Ja, und ich bin dabei, weil ich den Rüstungsexporten die rote Karte zeige und möchte, dass sie einen lebenslangen Platzverweis aus unserem Hafen bekommen. Eine der besten Schiedsrichterinnen, die wir kennen. Und wie sie hier. Hallo, ich unterschreibe, weil ich nicht möchte und ich arbeite nicht den ganzen Tag, damit von meinen Steuerabgaben Kriegsbeteiligung finanziert wird. Ich vermute, Sie möchten lieber, dass Krankenhäuser gebaut und Kindergärten und Schulen. Ich bin kein Deutscher, ich bin eine Ausländerin. Gerade ich komme aus einem Land, wo eure Öl unter meinem Sand ist. Ich will eure Demokratie nicht in meinem Land haben. Ich will meine Ruhe haben. Meine Menschen, meine Landsleute wollen eure Demokratie nicht importiert bekommen haben. Behalt eure Scheißwaffen für euch selbst. Anfang des Jahres haben wir 13 Menschen hier auf die Straße verloren. Menschen waren die. Keine Steine, keine Lebewesen, die einfach wertloses Leben hatten. Wenn diese sich als Bürgermeister hier benennt, der soll auch Verantwortung übernehmen. Und in dieser schönen, reichen Stadt, in immer mehr Obdachlose dazu gezählt werden und mehr und mehr Milliardäre dazu kommen, sollte er sich schämen, wenn er seine Wahlmischstube sieht. Und deswegen unterschreibe ich, damit keine Waffen aus meiner schönen Stadt hier importiert werden auf der ganzen Welt. Danke für die deutlichen Worte. Und es geht zwar heute um den Hafen, aber es müssen nicht alle, die sich für einen friedlichen Hafen einsetzen, auch am Hafen wohnen. Sie können zum Beispiel auch aus Niendorf kommen, wie Ute Lamberti von der dortigen Friedensinitiative. Sie hat uns ein Grußwort mitgebracht. Bitte schön. Also ich bin von der Friedensinitiative Niendorf und möchte euch... Ja, und sage euch, warum wir diese Volksinitiative unterstützen. Wir wollen dazu beitragen, dass Leid und Kriege verhindert werden. Und dazu lese ich jetzt drei Verse aus einer aus der ältesten chinesischen Lyriksammlung aus dem Shi King, 11. bis 7. Jahrhundert vor Christus, die Verse gegen die damaligen Herrscher. Die Klage der Garde, General, wir sind des Kaisers Leiter und Sprossen, wir sind wie Wasser im Fluss verflossen, nutzlos hast du unser rotes Blut vergossen, General. General, wir sind des Kaisers Adler und Eulen. Unsere Kinder hungern, unsere Weiber heulen, unsere Knochen in fremder Erde feulen. General, deine Augen sprühen Furcht und Hohn. Unsere Mütter im frohen Klagen kargen Lohn. Welche Mutter hat noch einen Sohn, General? Und dazu jetzt zu unseren heutigen Herrschern. Man kann sich politisch nicht zu Frieden und Völkerverständigung bekennen und gleichzeitig den Tod exportieren. Nichts kommt von allein, alles muss erkämpft werden. Darum machen wir immer wieder auf dieses schlimme Geschehen, furchtbare Geschehen im Hamburger Hafen aufmerksam. Friede kommt nicht durch Aufrüstung, sondern verlangt Gespräche und Verständigung.
Wir fordern den Hamburger Senat auf, stoppt sofort den Rüstungsexport und beginnt endlich zu handeln. Danke. Wir von der IPPNW Hamburg, wir freuen uns sehr über diesen heutigen Start der Volksinitiative gegen Rüstungsexporte. Die IPPNW ist eine Ärztinnenorganisation, die sich weltweit für Frieden und Gesundheit einsetzt. Und Frieden und Gesundheit geht immer Hand in Hand. Der Handel von Waffen, die weltweit in Krisengebieten eingesetzt werden, schadet der Unversehrtheit besonders der armen, schwachen und kranken Menschen. Wo Waffen sind, da ist auch Krieg. Der Weg zu einer friedlichen und gesunden Welt geht aber ausschließlich über Dialog, Diplomatie und Empathie. Spätestens seit Beginn der Globalisierung hängen die Konfliktgebiete weltweit miteinander zusammen. Und je mehr Kriegsgüter wir in die Welt bringen, desto mehr wird auch unser Land betroffen von Konflikten, zunehmender Umweltzerstörung und Klimawandel. Geflüchtete aus Kriegsgebieten tragen ihr Leid zu guter Recht zurück zu uns. Und so erkrankt auch unser Land an den Folgen unseres gefährlichen Handels. Es gibt keinen gerechten und harmlosen, noch einen folgelosen Handel und Gebrauch von Rüstungsgütern. Daher unterstützen wir von der IPPNW Hamburg diesen ersten Schritt auf einem Weg zu Hamburg als eine friedliche Welthandelsstadt ausdrücklich und mit Nachdruck. Und wir sind überzeugt, dass die Volksinitiative die Bürgerinnen und Bürger Hamburgs erreichen wird, die mehrheitlich friedlich gesinnt sind und diesen Waffenwahnsinn stoppen möchten. Der heutige Start der Unterschriftensammlung für einen zivilen Hafen ist folglich ein wichtiger Tag für unsere Hansestadt. Vielen Dank. Vielen Dank, Lisanne von der IPPNW. Kommen wir von den Ärztinnen und Ärzten zur Bildungsgewerkschaft GEW. Hartmut Ring hat ein Grußwort von dort mitgebracht. Bitte schön. Meine Gewerkschaft, die Gewerkschaft der Erziehung und Wissenschaft, ist von dem Hamburger Rüstungsexport besonders betroffen und haben ein ureigenes Interesse daran, dass das gestoppt wird. Viele Kinder und Jugendliche sind in unseren Bildungseinrichtungen, in den Kindergärten, in den Schulen, in den Kitas, Kinder von Geflüchteten. Das, was aus Hamburg und aus dem Hafen rausgeht, ist ganz viel Munition. Munition, die woanders verschossen wird und die Fluchtgründe darstellen. Der DGB, also die Gewerkschaft hier in Hamburg, wo alle 8 Einzelgewerkschaften drin sind, hat schon 1919 Folgendes erklärt, ich zitiere das mal. Die Gewerkschaften erwarten Taten des Hamburger Senats für den Stopp des Rüstungsumschlages über unseren Hafen. In Marseille, Lavre, Genua, Santander haben Docker im Mai dieses Jahres, das war 2019, die Beladung eines saudischen Schiffes mit Waffen für den Jemenkrieg verweigert. Dies ist ein nachahmenswertes Zeichen praktischer Solidarität. Was mich besonders interessiert ist, unser erster Bürgermeister hat eigentlich pazifistische Wurzeln. Das wissen vielleicht nur wenige, kann man auf Wikipedia aber nachlesen. Der hat seinen Zivildienst in Wittmund beim Rettungsdienst absolviert und selber ist er Mediziner. Mediziner schwören bekanntlich einen hippokratischen Eid. Das heißt also, das Leben zu schützen. Ich weiß nicht, warum er als erster Bürgermeister nicht bereit ist, zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Er könnte hierher kommen, unterschreiben. Das wäre ein Signal. Thank you.
Dass wir hier sprechen können. When you speak about the weapons and tanks, guns, we are the victims of these tanks and weapons. Wenn ihr sprecht über Waffen, wenn ihr sprecht von Panzern, dann könnt ihr sehen, wir sind die Opfer dieser Waffen. Because we are affected by Germans' weapons, NATO weapons in Libya 2011. Weil wir 2011 auch von deutschen Waffen in Libyen angegriffen worden sind. I would like to speak about Hamburg Port, Hamburg Harbor. Ich möchte über den Hamburger Hafen sprechen. Hamburg Port always they're sending weapons to Africa, Middle East to destroy our life. They're sending us death, but they never think that they can send to us peace. Über den Hamburger Hafen werden Waffen transportiert und die bedeuten für uns in Afrika, in Asien, in weiteren Ländern bedeuten sie den Tod. Aber eigentlich müsste man viel eher darüber nachdenken und das tut der Hafen leider bis jetzt nicht. Sie sollten uns den Frieden bringen. As you as Hamburg citizen and also Hamburg government, German government, you have to think not only to produce machine for killing people, machine for destroying people's life. Als Regierung der Bundesrepublik oder auch hier in Hamburg, da solltet ihr lieber daran denken, baut keine Geräte, keine Maschinen zum Töten, baut Geräte und Maschinen, um Menschenleben zu retten. And also you have the chance to produce different machines for education, farming, for peace, medicines. You can send to us to Africa through this Hamburg port. Ihr könnt ganz andere Maschinen bauen, Sachen bauen für die Bildung, für die Medizin, für das für die Agrikultur. Ihr könnt das machen und das könnt ihr nach Afrika schicken über diesen Hafen. Because for us, when we look at this port in Hamburg, really we are not feeling well, we are not feeling good, we are not feeling in peace. Because this port is part of destroying our life, creating for us war, creating crisis, problems, different things. Wenn wir uns diesen Hafen angucken, dann können wir uns nicht wirklich wohlfühlen, weil wir wissen, über diesen Hafen geht das, was unser Leben zerstört, was wirklich die Grundlagen kaputt macht, was uns ins Leid stürzt. Last point. Letzter Punkt. Last point. All what happened here in Hamburg, in Germany, the government of Germany, they're doing this all bushy things in your name. Und ihr müsst wissen, eins will ich noch sagen, die Bundesregierung macht diesen Scheiß in eurem Namen. And as you citizen of this country, at least you have to stand up to say not in my name. Und als Bürger dieses Landes und Bürgerin dieses Landes bitte ich euch und ihr solltet es tun, aufstehen und zu sagen nicht in meinem Namen. Because the authority of Germany is for German citizens. Weil die Autoritäten hier in Deutschland sind für die Menschen da, sollten sie sein. Let us work together to remove this capitalist system for our life and to live in peace, not war, not problems, not creating weapons and send it to kill others, nations, other peoples. Lasst uns gemeinsam kämpfen, lasst uns den Kapitalismus überwinden und lasst uns beenden, dass Waffen gebaut werden, die andere Menschen und andere Menschen leben und andere Menschen, Gesellschaften und Städte zerstören. Thank you for giving us this chance. We appreciate this one. Vielen Dank, dass wir hier reden sprechen konnten. Wir bedanken uns sehr. Dankeschön, Ali Ahmed von der Gruppe Lampedusa hier in Hamburg.
Tod in die ganze Welt verkauft. Ja, ihr nicht, ihr habt euch in euren Profiten völlig verlaufen. Ja, ihr nicht, ihr könnt unsere Würde und unsere Seele nicht kaufen. Ja, hier nicht, wir werden uns nicht in die Illusion verlaufen. Ja, ihr nicht, weil ihr Waffen exportiert. Ja, ihr nicht, autoritär uns einst drüber flaniert. Ja, hier nicht, weil wir sind viel mehr als ihr. Ja, hier nicht, wir überwinden Hass und Gier. Ja! Weil ihr seid die, ihr wollt die ganze Welt zerstören. Und ihr seid auch die, ihr wollt irgendwie auch immer nur dazugehören. Was ihr wollt, ist Geld und Macht. Doch wir kämpfen Tag und Nacht, bis jeder Mensch das gleiche Recht wohl hat. Ja, wie gesagt, wir kämpfen Tag und Nacht, bis jeder Mensch, bis jeder Mensch das gleiche Recht wohl hat. Auf Leben und die Liebe und ist auch immer satt. Ja, ja! Ihr wollt uns unsere Würde klauen. Ja, ihr nicht. Mit dem Krieg wollt ihr anderen das Leben versauen. Ihr wollt eure Ressourcen und die Menschen sind euch scheißegal. Ihr wollt ganz viel Geld und andere leiden in Qual. Was ihr rausholt aus Afrika, das macht uns hier reich. Ja, ihr nicht, weil ihr unsere Rente klaut. Mit Kriegen die ganze Welt versaut. Ja, ihr nicht. Nee, ihr nicht. Ihr könnt das auch, ich will das hören. Ja, ihr Waffen baut, weil ihr versucht uns die Würde zu klauen. Ja, auf euch kann man überhaupt nicht bauen. Deshalb erweitern wir unser Selbstvertrauen. Ja. Für die alevitische Gemeinde Hamburg ist Musa Kelesch da und hat uns auch ein Grußwort mitgebracht. Liebe Bürgerinnen und Bürger, auch im Namen der alevitischen Gemeinde begrüße ich euch sehr herzlich. Wir Aleviten wissen, was Waffenkrieg bedeutet, denn wir leiden sehr darunter. Die Waffen, die aus Hamburg geliefert werden, werden zurzeit auch in Aserbaidschan, Krieg gegen Armenier, auch angewendet. Deshalb nie Krieg. Stopp mit Waffenlieferung. Ich sage zum Schluss, wir Bürgerinnen und Bürger können auch in diesem Jahr, in diesem Marathonwahljahr, auch den Herrschern Denkzettel verpassen. Vielen Dank. Dankeschön, Musa Kelesch, für die alevitische Gemeinde Hamburg. Aus dem Bundestag ist die Hamburger Abgeordnete Zaklin Nastic gekommen. Sie ist auch die Landessprecherin der Linken. Liebe Hamburgerinnen, liebe Hamburger, was für ein Wahnsinn. Monatelang keine Schutzmasken. Keine Schnelltests, keine Corona-Impfung. Die Regierung versagt in jeder Hinsicht. Aber wenn es darum geht, endlich zum Beispiel Todeswerkzeuge nicht mehr zu produzieren und in die Welt zu exportieren. Nein, dieses Geschäft läuft weiterhin wie geschmiert. Deutschland steigerte allein in der Pandemiezeit seinen sogenannten Rüstungsetat um 8,4%. Das sind mittlerweile 51,6 Milliarden Euro. Mitten in der Pandemie feiert die NATO
einen Rüstungsetat von mehr als 1 Billion Euro. Und damit soll auch nicht Schluss sein, im Gegenteil. Und während Millionen von Menschen tagtäglich Angst um ihre Gesundheit haben, an Corona, aber auch an Hunger und vermeidbaren Krankheiten sterben, weil sie kein Dach über den Kopf haben, zum Beispiel wie hier in Hamburg. Währenddessen laufen die Rüstungsschmieden weiter und die Mordwerkzeuge werden produziert. Und eines muss klar sein, abrüsten müsste doch gerade jetzt in dieser Zeit die höchste, nicht nur politische, sondern menschliche Maxime sein. Vor über 3 Jahren hat die Große Koalition ihren Koalitionsvertrag beschlossen und verkündet. Sie versprachen eine restriktive Rüstungspolitik. Das Ergebnis ist mittlerweile kürzlich bekannt geworden. Deutschland ist mittlerweile 4. größter Waffendealer der Welt. Gleich nach den USA, Frankreich und Russland. Von diesen Rüstungsgütern gehen etwa 1/4 in den Nahen Osten, also in Gebiete, wo Menschen schon jetzt unter schlimmen Bedingungen leben, in Krieg, in Krisengebieten, wo sie nicht mal mehr das Nötigste haben. Ich sehe auch hier heute Freunde, nicht nur von der alevitischen Gemeinde, auch aus den Jemen und vielen Ländern der Welt. Holger hat es angesprochen. Wir sagen, wir wollen die Tore für Geflüchtete öffnen. Das ist völlig richtig. Aber die politisch Verantwortlichen sehen gerade wir Migrantinnen und Migranten hier, wenn sie Bomben dorthin liefern an die Verbrecher, die die Menschen dort damit ermorden. Und damit muss endlich Schluss sein. Wir wollen als Hamburgerinnen und Hamburger uns nicht mehr beteiligen am Mord und am globalen Unfrieden. Wir wollen endlich einen Rüstungsexportstopp. Wir wollen endlich, dass die Rüstungsschmieden umgebaut werden, dass dort Brot gebacken wird, dass dort Schutzmasken gebaut werden, Beatmungsgeräte. Das wäre wirklich eine sinnvolle Produktion mit Arbeitsplätzen und eine Bereicherung für die Menschheit. Wir als Linke, ob hier im Rathaus, unsere tolle Fraktion, ob wir als Partei, wir unterstützen diese Initiative und es ist eigentlich ungeheuerlich, dass wir überhaupt dafür streiten müssen, dass Menschen mit deutschen Waffen auch über den Hamburger Hafen nicht mehr gemordet werden. Deswegen lasst uns gemeinsam streiken für den Frieden, für Menschenleben. Lasst uns das angehen und ich bin zuversichtlich, dass wir es gemeinsam schaffen. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Auch von uns vielen Dank für die vielen Grußwörter. Vielen Dank, alevitische Gemeinde, Jacqueline, alle, die gesprochen haben, IPPNW. Es ist wichtig, Frieden ist wichtig, weil man kann, würde nur in Frieden leben. Und unser erstes Stück, wir sind Lampedusa Moon Groove, heißt Stand Strong. Es geht um Geflüchtete, die hier gestorben sind, in Gewahrsam, im Gefängnis. Und wir wollen das nicht. Wir müssen zusammenstehen. Wenn es Frieden überall ist, dann kommen Menschen nur freiwillig. Wenn wir endlich anfangen, den Reichtum der Kulturen zu achten, dann sind wir wirklich reich. Dann sind wir wirklich reich. Dann sind wir wirklich reich. Let them go.
it, because we want a society where dignity of man is the center of life. And yes, yes, united we stand strong. Cannot be that wrong if we fight that will. If we stand strong, cannot be wrong if we are the ones who care. If we stand strong, cannot be wrong if we are the ones who care. If we stand strong, cannot be wrong if we are the ones who care. Als einen Ort der Exporte für Friedensgüter und nicht für Kriegs- und Rüstungsgüter. Da gibt es viele Leute, die sich dafür engagiert haben und immer noch engagieren, unter anderem die AG Frieden von Attac Hamburg. Christel Wöhler ist für die da und bringt uns ein Grußwort mit. Bitte schön, Christel Wöhler. Liebe Friedensfreundinnen, liebe Friedensfreunde, ich spreche für die Friedens-AG von Attac Hamburg. Beginnend möchte ich mich bedanken bei den Initiatoren dieser wunderbaren Idee, eine Volksinitiative zu gründen, die verhindern wird, dass zukünftig Waffen aller Art über den Hamburger Hafen verschifft werden. Dieser Erfolg wird Signalwirkung für viele friedensbewegte Gruppen, Städte, Länder haben. Bei den Unterschriftensammlungen werden wir mit den Menschen sicher für viele erstmalig erklären können, wie viele und welche todbringenden Waffenmaterialien über unseren Hafen in die Krisengebiete verschifft werden. Ein fürchterlicher Krieg, der mir sehr nahe geht, ist der Krieg im Jemen. Viele Kinder können seit Jahren nicht in die Schulen gehen, sie haben nicht genug zum Trinken und zum Essen, um zu überleben. Auch in diesem Krieg werden die Waffen eingesetzt, über unseren Hafen nach Saudi-Arabien gebracht, um dann gegen die zivile Bevölkerung eingesetzt zu werden. Wir betrachten die Frage von Krieg und Frieden im Weltmaßstab und ordnen auch die Hamburger Initiative zu einem zivilen Hafen dort ein. Noch immer sind die USA der größte Kriegstreiber in der Welt. Neben der Dominanz der USA sehen wir auch die aggressiven Aktivitäten der deutschen, französischen und aller anderen NATO-Staaten mit großer Besorgnis. Mit den Parolen einer autonomen Entwicklung und Verantwortung übernehmen, versuchen sie ihre eigenen imperialistischen Interessen durchzusetzen und sich ein Stück weit aus der Umklammerung der USA zu befreien. Im zweiten Nachtragshaushalt 2020 hat die Bundesregierung und das Parlament einen Posten von 10 Milliarden zusätzlich für die Rüstung beschlossen und haben damit den Weg bereitet, dem 2%-Ziel näher zu kommen. Dieses Geld werden Sie für das ehrgeizigste Projekt der Nachkriegszeit überhaupt verwenden. Sie wollen bis 2040 ein hochmodernes Flugzeug entwickeln. Es geht um ein Fluggerät, das wie ein Manta-Rochen aussieht. Es ist ein Tarnkappenbomber, der von weiteren Flugzeugen und vor allem von Drohnen umgeben ist, mit denen es in ständigem Kontakt steht. Sie nennen es das System der Systeme, weil alles durch künstliche Intelligenz gesteuert wird. Die Zeitung Die Welt hat die Entwicklungskosten dieses Future Combat Air Systems, FCAS, zu Deutsch etwa zukünftiges Luftwaffensystem, auf 300 Milliarden geschätzt. Sie sind dabei, diese Entwicklung unumkehrbar zu machen, damit keine Regierungsänderung mehr ihr Projekt gefährden kann. Noch wissen wir nicht, inwieweit der Hamburger Hafen Teile dieses Flugzeugs transportieren soll. Wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass vom Hamburger Hafen keine andere Botschaft ausgeht als die des Friedens in der Welt. Weder Kleinwaffen noch größere Rüstungsbestandteile sollen über den Hamburger Hafen transportiert werden. Die Präambel unserer Verfassung drückt diesen Wunsch gut aus. Die freie und Hansestadt Hamburg hat als Welthafenstadt
eine ihr durch Geschichte und Lage zugewiesene besondere Aufgabe gegenüber dem deutschen Volke zu erfüllen. Sie will im Geiste des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Elternteilen und Bevölkern der Welt sein. Ich danke euch. Avec les grands visites de l'huile, il détruit la détat du Nigeria. En Afrique, il y a beaucoup de guerres là. Et il détruit toute la terre là. Avec les grands visites pharmaceutiques, il produit les maladies comme Ebola et Sida. Beaucoup de guerre là, il détruit toute la terre là, avec leurs armes, il fait les guerres. Six cents années de colonialisme, racisme et fascisme, 600 années de destruction et oppression, c'est assez, oui, c'est assez. Oui, c'est Africa. Come back to your roots, sing it, Africa. Come back to your roots, sing it, Africa. Come back to your roots, sing it, Africa. Monika Bayer für die Deutsche Friedensgesellschaft Vereinte Kriegsdienstgegnerinnen hat uns auch ein Grußwort mitgebracht und wird jetzt diese Initiative unterstützen. Guten Tag. Auch ich werde Sie mit ein paar Zahlen konfrontieren, die zu unseren Rüstungsexporten gehören. Ein Kampfpanzer Leonard 2 wiegt 35 mal so viel wie ein normaler PKW, zum Beispiel VW Passat. Er verbraucht aber, und er ist damit 35 mal so schwer wie ein VW. Er verbraucht aber 100 mal so viel Kraftstoff pro Kilometer. Ein einziger Fehlschuss auf einem Truppenübungsplatz im Emsland hat 2018 zu einem wochenlang nicht zu löschenden Brand im Emsland geführt. Dabei wurden größere Mengen Treibhausgas frei. Solche Mengen wie in diesem Jahr mit steuerfinanzierten Mitteln eingespart wurden in Deutschland. Nehmen wir eine Flugstunde eines Jagdflugzeuges Eurofighter. Er verbraucht 11 Tonnen oder stößt 11 Tonnen Kohlendioxid aus für eine Flugstunde. Das entspricht dem Kohlendioxidausstoß von einer Person, die in Deutschland lebt, in einem ganzen Jahr. Allein durch die Produktion dieser und vieler anderer Tötungsinstrumente wird grenzenlos Kohlendioxid ausgestoßen. Die Natur wird durch Übungsplätze, Militärbasen unwiederbringlich zerstört.
das alles schon vor Abgabe des ersten Schusses überhaupt irgendwo. Das Militär ist damit Klimakiller Nummer eins, so jedenfalls die Experten. Interessant ist in dem Zusammenhang, wir wissen ja wahrscheinlich alle, EU-Mittel dürfen nicht für Militär ausgegeben werden. Wenn wir uns die neuen Rüstungsexportberichte anschauen, 2020 berichtet die gemeinsame Konferenz der Kirchen und Entwicklung, sei bemerkenswert, eine Erhöhung der Mittel für den Europäischen Verteidigungsfonds von 575 Millionen Euro auf 7 Milliarden Euro für die neue Haushaltsplanung von 21 bis 27. Davon alleine 4 Milliarden nur für Rüstungsforschung. Die Beträge, die die Bundesrepublik ausgibt für diese Mittel, laufen nicht über das Verteidigungsministerium. Sie werden als, wie heißt das da? Ach ja, sie werden über einen Sonderhaushalt Einzelplan 60 allgemeine Finanzverwaltung aus den Beträgen als Beträge zum EU-Haushalt bei uns verbucht. Eine Namensänderung, man könnte es auch direkte Wirtschaftsförderung mit anderem Namen für die Rüstungsindustrie nennen. Dazu fiel mir heute, als ich den Text geschrieben habe, ein, wer jemals ein Kleinkind gewandelt hat, kennt zunächst den etwas diffusen, nach den Worten der Regierung im Weißbuch, wahrscheinlich Hybrid genannt, Geruch, der erst bei Öffnen der Windel dann die ganze Scheiße zum Vorschein vorkommt. Hat man zu lange gewartet, ist auch die Haut rot. Dass unsere Rüstungsindustrie an irgendeinem Punkt ihre Haut errötet, weil sie entsprechend gepampert wird bis zum letzten mit unseren Steuergeldern, das hat man, glaube ich, noch nicht beobachten können. Alleine die Firma Heckler und Koch, die schon in der Vergangenheit durch Prozesse wegen krimineller Verfahren verurteilt wurde, steht jetzt schon wieder vor einem Gericht in zweiter Instanz wegen illegaler Transporte nach Südamerika. Diese Firma Heckler und Koch hat im letzten Jahr ihren Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um das Achtfache steigern können. Wir sehen also die Rüstungsindustrie, die durch die starken Finanzierungen nicht einmal wirtschaftlich arbeiten müssen, weil sie nicht wie andere Firmen die Entwicklungs- und Forschungskosten selbst zahlen müssen, haben ohne Skrupel und ohne darüber nachzudenken, wie sie sich an Konversionen, nämlich an Umstellungen auf zivile Techniken, beteiligen können, auch an der jetzigen Krise durch die Epidemie, überhaupt kein Interesse. Ich komme noch mal zurück auf die 7 Milliarden für den Verteidigungsfonds. 1 Milliarde würde es brauchen, um 17.000 Lehrer im Jahr zu bezahlen, 100 Kilometer Autobahn zu finanzieren, 7.000 Wohnungen, Sozialwohnungen zu bauen. Die Bundesregierung gibt in ihrem Weißbuch von 2016, das ist ja das Weißbuch für die Bundeswehr und ihre künftigen Aufgaben, unter anderem an, hybride Bedrohungen verlangen nach hybrider Analysefähigkeit sowie entsprechender Verteidigungsbereitschaft. Das heißt, wir haben uns auch sehr hybrid zu verteidigen. Ich habe noch mal im Duden nachgelesen. Da heißt es zur Erklärung des Wortes hybrid, es könnte hochmütig, überheblich oder übersteigert sein. Auch rücksichtslos.
Was wir an Rüstungsexporten in alle Welt verschicken, ist rücksichtslos. Nochmal zu den Zahlen. Die Geberkonferenz für den Jemen, in der international dazu aufgerufen wurde, zu helfen. Unser Außenminister sagte, die Not sprengt jede Vorstellungskraft. Sie verhungern. Und damit ist gemeint, da verhungern zurzeit 400.000 bis 500.000 Kinder unter 5 Jahren. Hamburg hat Kinder unter 5 Jahren, unter 6 Jahren, glaube ich, ungefähr 200.000. Wir können uns gar nicht vorstellen, und das sagte Herr Maas ja auch, es sprengt jede Vorstellungskraft, wie es wäre, wenn uns diese kleinen Wunder fehlen würden. Der Generalsekretär der UN nennt es, eine Kindheit im Jemen sei die Hölle. Wir schicken massenhaft Rüstungsexporte genau an die Nationen, die diesen Kindern dieses Leid antun. Es ist nicht zu ertragen. Das andere ist im Weißbuch, und ich weiß, ich überziehe, aber mir ist es sehr wichtig, erfolgreiche Prävention gegen hybride Gefährdungen erfordert staatliche und gesamtgesellschaftliche Resilienz. Als Resilienz, wahrscheinlich ein Begriff, den man heute verstärkt benutzt, wo man früher Nachhaltigkeit gesagt hat, soll uns darüber aufklären, wir hätten uns darauf vorzubereiten, diesen Dingen zu widerstehen. Wir können es nicht. Wir können nur versuchen, an den Ursachen zu arbeiten. Und ich weiß, ich habe jetzt unbotmäßig überzogen. Ich möchte dafür appellieren, dass wir unsere Regierungen, und wir wählen ja gerade in diesem Jahr wieder, mit Fragen bearbeiten, alle, die sich zur Wahl stellen und wirklich dahinter stehen, dass wir gegen Aufrüstung in jeder Form, Papst Franziskus spricht sogar vom Dritten Weltkrieg in Abschnitten, der inzwischen in der Welt geführt wird, uns entgegenstellen. Vielen Dank. Geliefert an die Türkei, ja, Menschenrechte sind dann einerlei. Krieg erst in Syrien, dann und später wohl im Iran, in Kurdistan und der Region. Geht zum Müll und Gas und weißt du schon, und weißt du schon, weißt du schon. Ja, ja, ja! Deutschen Interessen am Hindukusch. Aber was haben wir denn am Hindukusch verloren? Die Verteidigung der deutschen Interessen am Hindukusch. Was haben wir am Hindukusch verloren? Nichts außer Profite. Nichts außer Gier. Nichts außer Ressourcen. Nichts außer Handelswege. Hey, Sauerkraut! Sauerkraut! Frau Merkel isst so gerne Sauerkraut. Wir haben ein Grußwort vom AStA der HAW, der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Johanna Zimmermann ist gekommen. Bitte schön, Johanna Zimmermann. Ja, hallo. Ich spreche auch für den Arbeitskreis Friedenswissenschaft, der wir seit 2015 bereits aktiv sind an der Hochschule, sodass unsere Hochschule, die HAW, auch eine Zivilklausel verankert hat. Die erste Zivilklausel, die Wissenschaft auf ausschließlich friedliche und zivile Zwecke verpflichtete, wurde nach Ende des Zweiten Weltkrieges und der Befreiung vom Faschismus durch die Alliierten an der TU Berlin eingeführt. Nie wieder sollten Wissenschaft und Forschung sich daran beteiligen, Kriege zu legitimieren, zu erforschen und zu führen.
Mittlerweile haben sich über 60 Hochschulen in Deutschland eine solche Klausel gegeben. Als bundesweite Zivilklauselaktive setzen wir uns ein für die Demokratisierung der Hochschulen, die soziale Öffnung und Ausfinanzierung, gegen Ökonomisierung und Bachelor-Master-Restriktionen und für die Arbeit an den großen Menschheitsfragen, wie sie in den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN gefasst sind. Wie überwinden wir Armut, Hunger, Naturzerstörung, Krieg? Kriege sind nicht führbar ohne Wissenschaft. Wie sehr das stimmt, zeigt die aktuelle Auseinandersetzung um das milliardenschwere deutsch-französisch-spanische Rüstungsprojekt FCAS. Dazu hatte die Vorrednerin von ATTAC auch schon einige Worte verloren. FCAS als System der Systeme setzt auf die militärische Nutzung künstlicher Intelligenz und soll Kampfjets, bewaffnete Drohnenschwärme und Satelliten in einem System verbinden. Auch die nukleare Bewaffnung ist vorgesehen. Betonung liegt auf vorgesehen. Denn, um es mit Brechts Worten zu sagen, General, der Mensch ist sehr brauchbar. Er kann fliegen und er kann töten. Aber er hat einen Fehler. Er kann denken. So wurde bekannt, dass französische Politiker das Scheitern des Projektes FCAS fürchten, aufgrund der pazifistischen Haltung der deutschen Wissenschaftlerinnen und der deutschen Zivilbevölkerung. Und auch der Chef des eigens für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz gegründeten Cyberagentur, Professor Dr. Christoph Igel, fragt sich, wie er angesichts von Zivilklauseln und Dual-Use-Problematiken die 360 Hochschulen und 40.000 Professoren in Deutschland gewinnen kann. Ich zitiere, da werden wir erstmal richtig dicke Bretter bohren müssen. Wir wollen ihn nicht enttäuschen und sind gerade dabei, uns als Wissenschaftende bundesweit dafür auszustellen. Bringen wir die Profiteure von Rüstung ins Schwitzen. An jeder Stelle setzen wir an. In der Forschung, der Entwicklung, der Produktion, im Transport, vor dem Einsatz. Der Hamburger Hafen stellt ein bedeutendes Glied in dieser Kette dar. Die Präambel der Hamburgischen Verfassung ist die Zivilklausel der Stadt. Die Hamburgerinnen und Hamburger gefährlich pazifistisch eingestellt. Schreiben wir gemeinsam Geschichte. Seien wir die dicken Bretter und schließen wir den Hafen für Waffen. Wir sind als Studierende mit dabei. Wir haben vorhin schon von Monika Bayer etwas speziell zur Situation der Kinder, die natürlich unter den Kriegen, unter den Auseinandersetzungen besonders leiden, gehört. Wir haben ja hier auch die Performance mit den Figuren, mit den Kindern, die das versinnbildlichen. Sie kennen Bertolt Brecht, vielleicht kennt auch der eine, die andere von Ihnen, die Bitten der Kinder, in denen Brecht eben die Sehnsucht nach Frieden aufgegriffen hat. Wir hören jetzt die Bitten der Kinder von Sabine Zirne und begleitet am Cello von Christiane Albrecht. Die Bitten der Kinder, bitteschön. Die Jungen
Speichern. Ja, liebe Genossen, liebe Genossen, liebe Hamburgerinnen und Hamburger, ich habe so einen kleinen ironischen Abgesang auf den Kapitalismus, die Kriegstreiberei, Imperialismus und die soziale Spaltung in Hamburg zwischen Arm und Reich, das habe ich so ein bisschen auf euch vor, das ist nicht, dauert nicht so lange. Ich hoffe, ihr könnt mich alle verstehen. Also, ich fange mal an. Ein tiefer Riss geht durch unser Land. Neoliberales Leben, Corona, Behördenwillkür, Hartz IV, Armut macht viele Menschen krank. Das kranke, privatisierte Gesundheitssystem kann nur mit Profiten bestehen. So tief und antisozial, das ist noch nicht mehr normal. Künstlerinnen, Künstler, Selbstständige, Erzieherinnen, Erzieherinnen, Verkäuferinnen, Verkäufer, Pflegekräfte bleiben dabei total auf der Strecke. Das Gehalt reicht kaum zum Leben und eine größere finanzielle Aufbesserung wird es nicht geben. Regierung, Banken und Monopole und Konzerne machen auf unserem Rücken weiterhin viele Profite und das sehr gerne. Eure Repression, Lasten, Bürden und Schulden wollen und können wir jetzt nicht mehr erdulden. Und auch mit eurer Kriegstreiberei ist es hoffentlich bald vorbei. Wir sagen, keine Rüstung, keine Waffen, sondern hier in Hamburg überall aktiv den Frieden schaffen. Kein Fußbreit den Rassisten und Faschisten in diesem Land, so eine Schande. Wir zeigen, wie es antifaschistisch geht, mit ganz viel Solidarität. Dann ist es hoffentlich bald vorbei mit eurer Übeltäterei und der Kriegstreiberei. Unterstützt uns bitte, liebe Hamburgerinnen, unterstützt uns bitte bei der Unterschriftensammlung für die Volksinitiative. Wir möchten, dass der Hafen Hamburg zu einem sicheren Hafen und zu einem zivilen Hafen wird. Wir möchten, dass keine Waffen mehr aus dem Hamburger Hafen in alle Welt, in Krisengebiete kriegen, Krisenländer geht, nach Syrien, nach Jemen, nicht in die Türkei, nirgendswohin. Wir möchten, dass Hamburg zu einem Hafen des Friedens wird. Und das, was in der Präambel steht, Hamburg muss eine Mittlerin zwischen den Völkern sein. Dankeschön. Ja? Schönen Abend noch. I lost also a personal friend in the Mediterranean Sea. This song goes for those of my friends and my brothers. So it's a call to stop all those weapons, those war for all over the world. We know that things goes more and more worst. So let's go and call all those friends, Georgie. Giorgio, Giorgio, Jim can que faire que baila. Giorgio, Giorgio, Jim Khan Cafe, que baila. Jimmy Nicora Fair, que tos pesos la G. Jimmy Nicora Fair, que es que baila. Giorgio G. Giorgio G.
Jim kan gewer gebaila. Jim in de korafé, kostos peses la gi. Jim in de korafé, kas gebaila. Mimi minko, mini mini gi. Mimi minko, mini mini G. Mimi minko, mini mini G. Mimi minko, mini mini G. Let's see. On Georgie.